Dann begrüße ich hier jetzt erstmal herzlich zu unserem Gameplay-Fragen nach Jennifer Pankratz, Game Designerin bei Piranha Bytes. Und wie ich sehe, bist du ein großer Fan von Elex und Risen 3 und wir sehen es ja im Hintergrund. Woher kommt das denn wohl? Das kommt eher daher, dass ich gerade unseren Meetingraum sitze. Ach so. Ich bin auf der Arbeit, ja. Mhm. Interne Information, nice. Super. Du, ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Die kommen aus der Redaktion, ein paar sind meine. Und die stelle ich jetzt mal. Bei der zweiten, die darfst du mir nicht böse nehmen. Die hört sich ein bisschen doof an, aber die interessiert mich wirklich. Aber erstmal, Jennifer, wie bist du eigentlich damals zu den Piranhas gekommen? Ja, bei mir ist das eigentlich eher so ein klassischer Vitamin-B-Fall. Ja, ich war im Grunde genommen Fan der ganzen Gothic-Reihe, kannte aber einige der Jungs aus privaten Gründen. Wir teilen uns nämlich hier mit vielen den Freundeskreis. Also war ich auf vielen Partys unterwegs und war oft in der WG, ohne dass ich beruflich irgendwas damit zu tun hatte. Und habe ich den Björn näher kennengelernt auf einer Silvesterparty 2007. Und ja, wahrscheinlich deswegen heiße ich auch so, also mittlerweile sind wir verheiratet. Der Björn, der hat mich dann öfter mal hier angeschleppt und es wurde so gegen Ende 2008 eine QA-Stelle frei. Und weil ich sowieso immer gerne gezockt habe, habe ich dann QA gemacht. Ich habe Bugs gefixt, beziehungsweise erstmal gesucht und später auch gefixt und da gab es so viel zu tun, da bin ich irgendwie so da reingewurschtelt. Ich habe irgendwann dann auch angefangen, irgendwelche Sachen in die Welt zu setzen, Dialoge selber zu schreiben und dann bin ich so mehr oder minder in den Story-Bereich reingerutscht. Okay, für QA steht für was dabei? Quality Assurance. Das heißt, ich habe Risen damals bestimmt 30 Mal gespielt. Da versucht das möglichst bugfrei zu machen. Also ich war die Person, wir haben immer pro Projekt einen, der das hier in-house macht. Das war zu der Zeit ich. Und dann gibt es natürlich noch von Seiten des Publisher viele Teams, die extern noch QA machen und uns Feedback liefern, dass wir dann natürlich das bugfrei machen. Das war zu Risen-Zeiten sehr, sehr wichtig, weil Gothic 3 leider nicht so bugfrei auf den Markt gekommen ist. Und da habe ich sehr viel gemacht an der Stelle. Das ist nett, aber trotzdem eine Frage. So, du bist ja jetzt du kanntest die Leute, darüber bist du reingekommen, aber das ist eine vielleicht gemeine Frage, aber es interessiert mich wirklich. So als Dame im Gaming-Bereich, kämpft man da irgendwie mit Hürden oder so? Also in meiner persönlichen Erfahrung eigentlich nicht. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen illegal, aber wir haben mittlerweile drei Frauen hier unten im Storybüro, mich und noch die Claudia macht unsere Cutscenes, Annika hilft gerade, ist eine Praktikantin, die hilft gerade bei Mini-Locations und wir gucken eigentlich weniger aufs Geschlecht, sondern mehr auf den Typ, ja. Also ich sag mal so ganz platt, je mehr Nerd, desto besser. Und das ist im Grunde genommen egal. Also ich habe, seitdem ich ein Kind bin, durch meinen Vater in Kontakt zum PC gehabt und immer alles gespielt. Also war ich ein hervorragender Zocker, auch wenn ich das nicht gelernt habe und kannte mich insbesondere mit Rollenspielen sehr gut aus und deswegen lag mir der Job auch in der QA. Das andere erstaunlicherweise dann auch. Ja, das ist praktisch. Also, ja gut, okay. Weil ich hätte damit gerechnet, nicht, dass ich das oft höre, aber früher war das immer so. Ich hatte auch eine Bekannte, das war eine der ersten Zockerinnen, die sich geoutet hat damals. Und bei denen war das auch mal so, eine Frau und Half-Life. Also da war das noch so ein bisschen vorbehaftet. Also das ist schwierig. Aber gut. Ja, du bist Game Designerin, ne? Genau. Und da machst du, ja, du designst Games, aber wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Was machst du da? Du kriegst eine Story und dann gehst du hin und baust die Welt dafür? Nee, Game Design ist ein sehr umfassender Bereich. Wir haben hier
sehr viele unterschiedliche Bereiche, die ins Game Design reingehen. Mein Part ist ja eher der Story-Bereich. Das ist aber natürlich nicht alles, was Game Design umfasst. Wir haben auch noch andere Jungs hier, die machen im Game Design zum Beispiel, ich sag mal, Figurendesign, Waffendesign, Crafting-Design und das Weltdesign. Und wir im Story-Bereich, wir machen eher, wir bekommen ein Konzept, einen roten Faden, wie ungefähr die Geschichte aussehen soll. Mhm. Und wir machen dann so die Detailarbeit. Zum Beispiel, du hast ein Lager und ich darf dann verschiedene Figuren designen, Character Bible für den entwerfen, gucken, was ist das für einer, was hat der Probleme, wie sieht der aus, wie spricht der? Und dann muss das Ganze im Grunde genommen umgesetzt werden in unserem Editor. Welche Quests hat der? Wann begegne ich dem? Wie begegne ich dem zum ersten Mal? Was sagt er dann? Und diese ganzen Dialoge, die dazu gehören, die Quests, die dazu gehören, die Log-Einträge, die dazu gehören, die Tagesabläufe, die dazu gehören, das ist so der Bereich, den wir hauptsächlich machen, neben noch vielen anderen Aufgaben. Denn bei Piranha Bytes ist es so, wir sind ja nun mal nicht sehr viele. Aktuell sind wir so 27. Da macht jeder noch ein bisschen mehr. Ja? Das heißt, ich werde auch so Sachen machen wie, oder mache sie teilweise auch, Objekte platzieren, Items verteilen und ja auch vieles an Fleißarbeit, was anfällt. Interviews zum Beispiel auch noch. Auch, ja. Ich mache momentan sehr gerne Öffentlichkeitsarbeit. Ich kümmere mich hier auch um unsere öffentlichen Seiten, die wir bis einschließlich Risen 3 gar nicht hatten, weil irgendwie sich niemand dafür so richtig berufen fühlte, obwohl das Sinn macht, uns das selber zu zeigen und die Leute ein bisschen am Laufenden zu halten. Die freuen sich nämlich darüber. Ja, klar, klar. Aber das ist ja ein ultra komplexes Aufgabengebiet, ne? Also wirklich unheimlich komplex. Aber was wäre jetzt, wenn du sagen würdest, du, pass mal auf, ist nichts mehr für mich. Ich gehe jetzt in meinen Alternativjob. Was wäre für dich eine Alternative zu deinem jetzigen Job? Gibt es eigentlich noch gar nicht. Nicht, dass ich das wollen würde. Ich finde das total klasse, dass ich das Glück hatte, hier sein zu dürfen. Und würde das so lange versuchen, wie es irgend geht. Und wenn jetzt die Firma platzt und es gibt keinen Job mehr für mich, würde ich versuchen, wahrscheinlich irgendwie in der Richtung dasselbe nochmal zu versuchen. Und wenn das auch nicht klappt, dann wäre mein Fallback in den alten Beruf zurückzugehen. Denn eigentlich bin ich gelernte Sozialarbeiterin. Auch komplexer Beruf. Okay. Ja, ist aber auch ein harter Beruf, ne? Vor allem jetzt im Moment. Ich meine. Das ist wahr. Also ich habe nach dem Studium, ich habe auch hier in Essen studiert, habe ich mehrere Jahre im geschlossenen Männervollzug gearbeitet. Oh. Und danach, weil ich dachte, komm, dann, das ist schon teilweise sehr unangenehm, wenn auch sehr spannend, machst du was mit Kindern und dann war ich beim Jugendamt. Das ist aber auch nicht immer schön. Nee, ich wollte es gerade sagen, also da gibt es wirklich weitaus schönere Jobs. Kannst du denn irgendwas von dem, was du früher gelernt hast, jetzt noch anwenden? Ich meine, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, ne? Aber so einen Teil aus den alten Vorbildungen nimmt man doch irgendwie immer mit, oder? Jein. Wahrscheinlich hat mich das geprägt, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Aber also anwenden kann ich das natürlich nicht, höchstens organisatorisch. Ja, das vor allen Dingen, ja. Sachen dokumentiere oder so. Das also ich hoffe, dass du nicht so streng mit deinen Arbeitskollegen bist, wie du dann, aber gut, okay. Ja, immer lieb sein. aber ich war das damals dein Wunsch als Kind, irgendwie schon im Bereich Gaming tätig zu sein? Oder hattest du damals irgendwie einen anderen Wunsch? Was war so dein Kindheitstraumberuf? Überhaupt nicht. Ich hätte das überhaupt nicht für möglich gehalten, dass das geht. Selbst als ich die Jungs kannte und wusste, die machen das, habe ich das nicht für möglich gehalten. Eigentlich wollte ich Ärztin werden. Okay. Ja, aber meine Noten, die waren zu schlecht. Ja, also und keine 1,0. Nee, ach, um Gottes Willen, nee. Ich hatte eine 2,6. Ja, damit bin ich auch gerade so eben in das Sozialarbeitsstudium reingerutscht, weil ich dachte, na gut, wenn du schon keine Ärztin wirst, wie kann man denn sonst helfen zum Beruf machen? Und dann habe ich mir die Sozialarbeit ausgesucht. Schöne Alternative. Ja, ich bin damals den Weg des Erziehers gegangen. Auch
Ich bin dort nicht mehr tätig. Aber es ist wirklich eine harte Arbeit. Alles, was mit sozial zu tun hat, ist echt boah, Ja. anstrengender, als man denkt vielleicht, ne? Richtig. Aber wo wir gerade bei anstrengend sind, ne? Ich meine, du ein bisschen repräsentierst du jetzt auch schon deine Spiele. Kommen denn auch Leute auf dich zu und sagen, bah, hier, du warst doch im Quality Management tätig, du. Da und da ist ein Fehler. Wie gehst du mit Kritik an euren Spielen um? Ja, so persönlich ist das nicht, weil die meisten Leute gar nicht, die meisten Leute verstehen gar nicht wirklich, wer bei uns was macht. Das ist auch nicht so einfach zu verstehen, wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt. Mit Kritik beschäftigen wir uns in der Tat sehr gerne und auch sehr häufig. Und dann kommt es immer darauf an, wie die Leute Kritik äußern. Wir bekommen unwahrscheinlich viele Briefe, E-Mails, Facebook-Nachrichten, die Leute schicken uns Pakete, manchmal klingelt sogar einfach einer und steht vor der Tür. Und dann äußern alle ihre Meinung und sagen uns, wie man was besser machen kann oder was denen gefallen hat oder was nicht. Wir bekommen sehr viel Fanpost und die Leute schicken uns schöne Sachen. Das ist sehr erfreulich. Was ich schwierig finde, ist, wenn die Leute völlig unproduktiv negative Kritik äußern. Sagen, ich komme einfach mit eurem Kampf nicht klar, dann aus den und den Gründen und ich kann hier wenig taktieren, guck dir das mal an, dann kann ich das nachvollziehen und dann können wir damit auch was anfangen, können das umsetzen und das machen wir auch permanent. Das heißt, wir lesen uns Forenbeiträge und Sachen, die uns zugeschickt werden, gründlich durch und versuchen, Dinge, die man besser machen kann, auch tatsächlich besser zu machen, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Was manchmal, wenn man zum Beispiel irgendwelche Sachen nicht öffentlich äußert, dann kommen ab und zu auch sehr miese Sachen. Zum Beispiel hat mal einer uns den Bankrott gewünscht, nur weil wir nicht rechtzeitig einen Patch rausgehauen haben und solche Sachen. Und das ist etwas, ja, da kann ich dann schlecht was mit anfangen. Ja, ich Aber wollte gerade fragen. Gibt es denn irgendwelche Leute, die da schon in Erinnerung geblieben sind? Natürlich, ja, die Negativen, klar, bleiben irgendwie in Erinnerung. Aber gibt es irgendjemand, der positiv in Erinnerung geblieben ist? auch viele, ja. Es gibt ja auch viele Leute, die sich tatsächlich seit Gothic 1 sehr für uns engagieren. Und das ist das, was uns dazu bewegt, da auch vor allem am Ball zu bleiben und den Leuten auch so gut wir können, transparent zu zeigen, was wir machen, wenn uns das möglich ist. Das macht die meiste Zeit über Spaß. Also mir macht das Spaß. Ich gehe auch sehr gerne auf Conventions deswegen, um die Leute treffen und zu sehen. Letztens hatten wir ein Community-Treffen, da sind viele gekommen. Das war wirklich richtig lustig. Und dann sind die Negativen halt, ja gut, die sind dann halt auch da, da kann man nichts gegen machen. So ist das, wenn man öffentlich was macht. Aber das ist dann nicht weiter schlimm. Das ist eben so. Na gut. Als Game Designerin und jetzt quasi Außenkontakt mittlerweile, so an Spielen. Ne? Du hast ja gewiss auch nicht nur eure Spiele, sondern auch andere Spiele gespielt. Was wäre so als Quality Managerin denn eins deiner schönsten Spiele, wo du sagst, das ist richtig gut gelungen? Das gefällt mir richtig gut. Ja, ich, eine Quality Managerin bin ich ja schon lange nicht mehr. Also, ja, gut, aber so aus der Sicht noch einer Quality Managerin. Ja, also momentan zocke ich in Witcher 3. Und ja, es gibt ja immer verschiedene Bereiche, in denen Spiele sich vornehmen, gut zu sein. Und es gibt kein Spiel, das in jedem Bereich perfekt ist. Das ist einfach nicht möglich. Nein. Und die Bereiche, in denen der Witcher gut sein will, das ist schon verdammt beeindruckend, was die da leisten. Ne? Also das ist einfach hervorragend inszeniert. Und das ist auch was ganz anderes als das, was wir zum Beispiel machen. Wir machen mit Elex zum Beispiel jetzt viel mit Simulation. Ja? Wir versuchen eine Welt zu entwerfen, in der du völlig ohne das Questlog auskommen könntest, wenn du wolltest. Du kannst also dir vorstellen, ich laufe jetzt in der Welt rum und quatsch mal die Leute an und guck mal, was passiert, nimm irgendwelche Sachen auf und lese mir Sachen durch und kannst permanent mit unserer Welt interagieren. Dafür setzen wir zum Beispiel nicht auf Cutscenes und solche Sachen. Schon auf Details. Wir verbessern zum Beispiel gerade unsere Facial Animations. Ja? Vorher war das so, die konnten die Augenbrauen hochziehen und die konnten den Mund bewegen, Lip-Sync, ja. Aber die konnten irgendwie diese Muskeln im Gesicht nicht bewegen. Das ist gar nicht so einfach, so
dass für so viele Dialoge, die wir ja nun mal schreiben, dann schön umzusetzen. Und an der Technik feilen wir gerade, dass es bei Elex auch tatsächlich hübsch aussehen wird. Mhm. Und inszenieren aber weniger starre Situationen, aus denen der Spieler nicht herauskommt, die dann linear ablaufen innerhalb des Spiels. Wir wollen lieber Interaktion, offene Welt und viel Getrottel. Aber Elex ist ja auch so ein Thema, das ist ja auch so ein Privatding von mir. Das ist ja so ein Spiel, da freue ich mich ja drauf. Also ich habe ja viel darüber gehört und ich bin ein großer Fan von solchen Sandbox-artigen Spielen, die einem wirklich keinen Weg vorgeben. Ich finde, Witcher, muss ich zugeben, habe ich nie gespielt. Ich weiß, dafür werde ich wahrscheinlich gegeißelt irgendwann. Aber so Sandbox-artige Spiele, die einem wirklich nichts vorgeben, die dich einfach in die Welt bringen und so, ey, ja, mach wie du willst. Ne? Du kannst jetzt, bist jetzt frei dabei. Das finde ich, das macht echt richtig Spaß. Wie lange arbeitet ihr jetzt eigentlich schon an Elex? Wir haben jetzt November, ja, ein Dreivierteljahr etwa. Ja. Boah. Wie fängt sowas an? Kommt irgendjemand bei euch an und sagt, boah, ich habe eine Idee. Wisst ihr, was geil wäre? Ein Spiel, bei dem man das so und so machen könnte? Oder wie fängt man überhaupt mit einem Spiel an, was man erstellt? Ja, also der Björn ist unser Lead Game Designer. Mhm. Der gibt im Großen und Ganzen das Konzept vor. Mhm. Das heißt, der hat irgendwann mal des Nachts gedacht, Mensch, ich hätte voll Bock mal auf so ein Spiel, das so übergreifend mehrere Dinge anspricht und mhm. so ein bisschen die Widersprüche rausarbeitet dessen, was man normalerweise mit verschiedenen Genres machen kann. Das war so die mhm. Anfangsidee und das hat er ausgearbeitet zu Ende von Risen 3 in einem Konzept. Also was kann das sein? Was muss das haben, um zu funktionieren? Wie kann die Welt stimmig funktionieren? Das ist ja immer etwas, was die Leute sagen, wie kann das denn sein, dass ich gleichzeitig eine Gilde habe, die Schwerter hat und auf der anderen Seite irgendwelche Laserwaffentypen, das passt doch nicht zusammen. Mhm. Das kann sehr gut zusammenpassen. Ein hervorragendes, bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Star Wars, ja. Da haben die Leute mit den dicken Knarren auch Schiss vor dem Typen mit dem Laserschwert. Das Richtig. Muss man einfach in einen stimmigen Kontext bringen und dann vernünftig tunen. Da haben wir ja noch jede Menge Zeit zu. Mhm. Und wenn das Grobkonzept da ist, das heißt, da steht dann drin, was ist es für ein Spiel, welches Setting, wie viele Leute sollen daran arbeiten, in welcher Zeit, in welchen Bereichen, also wie viele Animationen brauchen wir dafür, wie viele Monster brauchen wir dafür, wie groß muss der Level sein, wie viele verschiedene Landscapes brauchen wir dafür, wie viele verschiedene Rüstungen, wie viele verschiedene NPCs und so weiter. Und dann gibt es quasi eine Guideline, mit der wir pitchen können. Und das stellen wir dann verschiedenen Publishern vor, ob die Interesse haben an diesem Ding. Und das haben wir gemacht. Und Nordic hat gesagt, das ist super, das ist genau so was, was wir uns vorstellen können. Und dann haben wir einen Vertrag mit denen gemacht und jetzt arbeiten wir da fleißig dran. Und dann sitzt ihr da jetzt, also jetzt mal überspitzt, am Tisch und beratschlagt, wie das Ganze aussehen soll und formt in der Gruppe dann quasi diese Idee weiter. Genau, wir haben hier verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Bereichsleitern. Mhm. Und jeder Bereich muss sich ja auf die Sachen konzentrieren, die ihn betreffen. Das heißt, wir haben einen Programmierbereich, die sagen, ja, auf welcher Plattform soll es denn auf jeden Fall erstmal erscheinen? Also PC machen wir eh von Hause aus, wir entwickeln ja auf dem PC. Und dazu möchten wir jetzt gerne auch noch die Next-Gen-Konsolen bedienen. PS4 haben wir schon Erfahrung mitgesammelt, denn wir haben jetzt Risen 3 auf der PS4 announced. Also nehmen wir die natürlich auch mit, weil unsere Engine das mittlerweile kann. Und dazu wollen wir auch noch die Xbox One, weil die auch nicht so weit davon entfernt ist. Und diese drei Plattformen bedienen wir. Dann macht der Programmierbereich, wird dann unsere Engine im Grunde genommen auf den neuesten Stand bringen, gucken, welche neuen Features können wir mit einbauen, neues Wetter, neue Tools für unseren Editor vielleicht, DirectX erneuern und solche Sachen und gleichzeitig die Portierung. Wir haben also zwei Jungs, die sich darum kümmern, dass das Ganze jetzt auf die neuen Konsolen portiert wird und das läuft auch schon, zu meiner Freude.
Und die sind also im Grunde genommen ständig dabei, dafür zu sorgen, dass wir anderen vernünftig arbeiten können. Die Leute im Story-Bereich überlegen sich dann, welche Gilden soll es geben, was ist, wie kann man die Hauptstory vernünftig verteilen, welche Wendungen in der Geschichte müssen her, wie sieht das Ende des Spiels letztendlich aus, wie können wir die Welt mit Leben befüllen, also nicht nur, dass wir entlang der Hauptstory-Quests machen, sondern auch einfach Nebenquests in den einzelnen Locations verteilen und Figuren, die dort Sinn machen, Hintergrundinformationen, Bücher. Wir haben jetzt auch hier, sag mal schnell, Audiologs zum Beispiel, die man sich anhören kann und solche Sachen, dass wir also die Welt mit Leben befüllen. Der Levelbereich, wir geben vom Storybereich eine grobe Skizze vor, wie die Welt ungefähr aussehen muss, damit die Story funktioniert. Das heißt, es gibt eine Hauptstadt in Edan und die zeichnen wir dann vor, wo welcher NPC ungefähr sein muss, damit dem seine Geschichte funktioniert, ob wir irgendwelche Höhlen brauchen, irgendwelche Anhöhen, irgendwelche Ruinen und solche Sachen. Und der Artbereich macht dann so Mood-Skizzen und Skizzen für die Figuren, wie die dann letztendlich aussehen sollen. Und der Levelbereich nimmt diese Mood-Dinger dann, um das Ganze im Level umzusetzen. Und der Bereichsleiter ist dafür verantwortlich, dass sein Bereich funktioniert und dann werden die ganzen Assets erstellt. Ein Teil geht dann ins Outsourcing, damit wir ein paar mehr Objekte bekommen, zum Beispiel, als wir hier in-house stemmen können. Und die brauchen natürlich auch genaue Angaben, wie das aussehen soll. Und dann kommen die zurück, dann machen wir die fertig, machen die Texturen drauf und dann werden die in den Level eingebaut. Und wir bauen mit so groben weißen Figürchen, die alle gleich aussehen, erstmal unsere Püppchen davor und den Namen und fangen an, unsere Story zu schreiben, ohne dass die Welt schon da ist. Und dann kommt so nach und nach während des ganzen Projektes immer mehr ins Spiel. Aber ihr arbeitet jetzt schon auch ganz schön mit der Community schon zusammen, habe ich gesehen, ne? Ja, das wünschen wir uns eigentlich auch, denn im Grunde genommen gibt es keinen Grund, nicht transparent zu sein. Außer bei so Sachen, dass ich meine, die wünschen sich ja immer, zeigt uns das Spiel, aber würde man das jetzt zeigen, also würde ich jetzt irgendwie sagen, guck mal hier auf meinem PC, so sieht das Spiel aus, dann würden die sich wahrscheinlich furchtbar erschrecken und sagen, mein Gott, das ist aber gar nicht mal so hübsch, wie ich mir das vorstelle. Natürlich ist es das nicht, weil die Hälfte ist ein Platzhalter. Das heißt, wir machen da erstmal völlig untexturierte Figürchen und Items da rein, damit das Spiel erstmal läuft und funktioniert. Und später, also nächstes Jahr, machen wir es dann hübsch. Wir haben noch gar keine richtige Ausleuchtung, wir haben noch kein richtiges Wetter, wir haben noch die ganzen meisten Objekte sind noch nicht final, ja. Also das, wenn man das nicht weiß, dann sieht man das natürlich nicht und denkt, mein Gott, die haben ja gar nichts dazu gelernt. Aber doch, selbstverständlich, wir arbeiten permanent daran, aber es ist eben noch nicht fertig. Wir brauchen noch über ein Jahr, um das ganze Spiel zu machen. Ja gut, aber eins muss ich jetzt auch mal zur Verteidigung jetzt sagen. Ich habe ja auf der Gamescom, habe ich ja euer Video gesehen, ihr habt es uns ja gezeigt, als wir bei euch waren. Und ich muss sagen, das, was ihr gezeigt habt, sieht jetzt eigentlich schon besser aus als so manches Game, was man aus dem Early Access für 20 Euro kaufen kann. Also da, also stellt euer Licht nicht zu sehr unter den Scheffel. Also ja, ich bin gespannt. Ne? Ja, ich bin aber davon überzeugt, wenn es mal fertig ist, wird das richtig hübsch werden. Also das ist halt ein Prozess. Was wir mal ab und zu machen, jetzt schon, ist zum Beispiel ein paar Screenshots zeigen, ja, die diese Stellen, die halt eben noch nicht fertig sind, nicht so, denen die nicht so zu sehen sind. Und bis wir dann vermutlich Anfang 2017 auf den Markt kommen, werden ja alle Sachen fertig sein und dann werden die auch schön sein. Das müssen wir auch so machen, damit wir 2017 noch konkurrieren können, klar. Ja, klar. Puh, aber dann ihr sitzt quasi jetzt durchgehend an diesem Game, sag ich jetzt einfach mal, ne? Aber wenn man es von Anfang bis zum Ende immer wieder getestet, immer wieder reingeguckt hat, wie ist das, wenn man das Spiel dann selber spielen möchte? Hat man sich da nicht im Grunde schon alles gespoilert? Macht es dann noch Spaß, das Spiel selbst zu spielen? Ja, schon, denn ich, während ich zum Beispiel an einem bestimmten Charakter sitze, weiß ich ja nicht, was die anderen gerade schreiben. Ja, stimmt. Wir testen dann quasi quer. Also ich spiele dann das Zeug von den Jungs und die spielen dann mein Zeug und dann geben wir uns gegenseitig Feedback. Klar, wenn das Spiel fertig ist, haben wir auch alles schon mal gesehen und kennen das Spiel in- und auswendig. Also überraschend ist es dann nicht mehr. Aber das macht trotzdem Spaß, weil man irgendwie auch
stolz ist, wenn man so ein Ding irgendwie auf die Beine stellt und merkt, das geht voran. Wir haben hier sehr viele Mitarbeiter, die vor allen Dingen sehr ambitioniert sind. Und darum funktioniert der Laden auch so. Das ist echt nicht schlecht. Also jetzt, das ist jetzt vielleicht eine gemeine Frage, aber das ist so ein Ding, was ich mich gefragt habe. Es gibt ja viel Diskussion, warum kommt nicht Teil X, warum wird kein Nachfolger von XY, warum Ilex? Ilex wird das jetzt so wieder so in Richtung deutsches Spiel eher, weil ich finde Ilex, die Grundidee, so wie ich sie bis jetzt gesehen habe und so wie ihr euch da auch öffentlich immer präsentiert habt, hat durchaus Potenzial dazu, international bekannt zu werden. Also so, was ist meine Meinung? Ist es was, so wird das Englisch oder wird das rein deutsches Spiel? So. Es muss deutsch sein, ja. Ich bin kein Marketing-Experte. Ich hoffe natürlich, dass es möglichst vielen Menschen gefällt, aber wir haben gar keine andere Chance, als erstmal den deutschen Markt anzusprechen, weil wir einfach deutsch sind. Mhm. Und wir denken auch deutsch, würde ich jetzt mal sagen. Also unsere Charaktere, die sind so, wie wir uns das im Leben vorstellen. Das sind, ja, wir machen jetzt so oft Spiele, das sind immer noch Arschgeigen, denen man da in der Welt und haben immer noch dieses Ruhrpott-Flair, wir können gar nicht anders. Ja? Mhm. Was wir machen können, ist die Sache in anderen Farben einfärben, ja, und der Sache eine bestimmte Stimmung geben. Zum Beispiel mit Elex. Elex ist jetzt ein moderneres Thema. Viele Jahre nach einer Katastrophe, da dürfen wir auch mal neuere Begriffe benutzen in der Story zum Beispiel. Das war vorher beim Fantasy-Setting nie möglich. Daher kann man zum Beispiel nicht das Wort Bus in den Mund nehmen oder sowas in der Art. Ne? Aber jetzt ist das alles möglich. Das ist schon was anderes, was Neues, was Frisches, und das macht sehr viel Spaß. Ich habe deine Eingangsfrage vergessen. Es ging so um den Bereich Internationalität bei Elex, weil ich finde, es hat durchaus Potenzial, auch international bekannt zu werden. Ja. Deswegen, aber gut. Können wir mal gucken, was wir nachdenken. Aber ich weiß nicht, was den anderen gefällt. Das ist das. Also das wissen die meisten hier von uns nicht. Das ist tatsächlich eine Marketing-Sache, die Fans da draußen anzusprechen, die für unsere Spiele empfänglich sind. Und aber was den Leuten aus dem Osten oder Westen jetzt besser gefällt, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Also wir haben eine große Fanbase in Russland und Polen zum Beispiel, was mich sehr freut, die uns sehr fleißig begleiten. Aber warum denen das jetzt besser gefällt als vielleicht anderen, das kann ich so gar nicht sagen. Also können wir mal gucken. Also wie gesagt, also ich glaube schon, dass Ilex durchaus seine Wogen schlagen wird, sobald es dann da ist. Aber Ilex ist ja nicht das einzige Spiel, womit du dich wahrscheinlich beschäftigst. Wenn du so von der Arbeit nach Hause kommst und du hast den ganzen Tag in Levels gesessen, hast irgendwas getestet, zockst du zu Hause eigentlich noch? Ja, ständig. Also das Hobby versaut habe ich mir tatsächlich nicht. Ich spiele die Sachen wahrscheinlich mit einem anderen Blick mittlerweile, weil ich viele Sachen sehe, die ich vorher nicht sehen konnte. Mhm. Aber momentan, wie gesagt, versuche ich immer noch den Witcher durchzuzocken, bevor ich Fallout 4 anfange. Das steht schon am Schrank. Spoilerfrei. Ich habe mich sehr lange darauf gefreut, bin aber leider noch nicht dazu gekommen, weil die Zeit halt sehr rar ist. Ja. Aber ich zocke auch andere Sachen. Ich zocke auch sehr gerne Shooter. Letztens haben wir Soma durchgespielt. Ich stecke immer noch drin, ich habe keine Lust. Ich mache nicht mehr mit. Soma bin ich raus. Ich fand es klasse. Und ich habe auch, weiß ich nicht, Bioshock, Dead Space mag ich sehr gerne. Mass Effect haben wir alle drei Teile gespielt. Wir sitzen tatsächlich zu Hause auf der Couch und spielen das meistens im Wechsel. Und wenn es zu gruselig wird, dann muss der Björn das machen. Und wenn gebröckelt wird, dann mache ich das. Welche guten alten Games spielst du denn heute noch? Also ich habe schon x-mal Monkey Island gespielt. Ja, Klassiker, okay. Gehört einfach dazu. Ich habe damals als Fan auch zigmal Gothic gespielt, weil mir das so gut gefallen hat. Ich habe so vieles gespielt. Die Ultima-Reihe hatte ich mir mal angeguckt, aber vieles von denen läuft auf meinem aktuellen System leider schon nicht mehr. Das sind so. Warte mal, du hast keinen modernen PC zu Hause? So High-End-mäßig? Nein, habe ich nicht.
Mehr. Krass. Ich dachte mal, dass alle Spieleentwickler voll die Mordsmaschinen auch zu Hause haben. Also wir verdienen leider auch nicht ganz so gut, wie man das vielleicht glaubt. Aber ich habe eine PS4. Immerhin, ja, die haben wir uns gegönnt, ja. Ja, natürlich haben wir einen PC zu Hause und der packt auch noch vieles, aber bei weitem nicht mehr alles. Und ständig einen neuen zu kaufen, wenn ich mir irgendwas wirklich wichtig angucken muss, dann nehme ich das mit in die Firma. Ja, perfekt. Gaming-PC in der Firma läuft. Aber da sind sie wahrscheinlich High-End, oder? Ja, da müssen wir ja irgendwie vor allen Dingen flüssig arbeiten können. Wenn da ständig das Ding ruckelt, irgendwie völlig unoptimierte Sachen an, das geht nicht. Nein, muss natürlich schnell arbeiten können. Okay, also die Reihen hast du durch. Wie sieht's aus mit MMO-Spielen? Ich meine, ihr seid ja sehr viel in diesem Fantasy-Rollenspielbereich. MMO ist ja naheliegend. Sowas wie World of Warcraft. Hast du World of Warcraft gespielt? Nee. Was? Nee, habe ich nie gemacht. Ich habe mal jemandem über die Schulter geguckt, aber ich dachte, ach komm, das ist so ein Zeitfresser. Ich muss sagen, also wahrscheinlich würde mir das sogar Spaß machen. Ich habe damals lange Counter-Strike gespielt. Aber irgendwann habe ich aufgehört, online zu spielen. Erstens, weil es sehr viel Zeit frisst und man da ja auch nie... Mittlerweile bin ich eher so der Geschichten-Fan. Also, dass ich tatsächlich spiele, am liebsten spiele, die eine Geschichte auch zu Ende erzählen können. Und GTA zum Beispiel habe ich sehr gerne gezockt, alle Teile. Der beste Teil? Was? Der beste? Ja, okay, das ist jetzt so ein bisschen Nostalgie, ja. Eigentlich, wenn man das jetzt mal aus Game Design Sicht sieht, ist der letzte natürlich der beste. Aber mein Lieblingsteil, den ich am längsten gespielt habe, war Vice City. Richtig, es gibt keinen geileren Teil als Vice City. Jeder GTA-Spieler sagt das. Perfekt, Vice City ist eigentlich das beste Spiel. Aber die Karte von San Andreas müsste dabei sein. Dann hätten wir das perfekte Spiel. Ja, mit San Andreas bin ich auch nicht so richtig warm geworden. Das lag aber am Thema. Also ich habe es mehrmals angefangen, nie beendet. Und Vice City habe ich mehrmals beendet. Aber ich habe auch Miami Vice geguckt. Ich mag auch diese 80er-Jahre-Stimmung. Das oh ja. Ist so mein Thema. Genial. Ja gut, aber weil wir ja jetzt so langsam schon auf das Ende zukommen müssen. Ne? Ich will dich ja nicht allzu lange jetzt von deiner Arbeit abhalten. Aber eine interessante Frage. Was würdest du mit 1 Million Euro machen? Als Game Designer. Also wenn ich in ein Projekt stecken müsste oder wenn ich frei entscheide? Nee, einfach, du hast es frei, du gewinnst im Lotto, hast 1 Million Euro. Was würdest du damit machen? Wahrscheinlich gar nicht so viel. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit allen Dingen, die ich momentan alle so habe. Daher würde ich wahrscheinlich meinen Kredit abbezahlen, für das Häuschen, was wir uns letztes Jahr gegönnt haben, und den Rest anlegen für schlechte Zeiten. Und einen Gaming-PC kaufen. So. Also wahrscheinlich würde ich einiges in der Einrichtung tatsächlich aufwerten, aber an welcher Stelle, das müsste ich mir noch überlegen. Sehr gut. Und jetzt einfach alle, die dich kennen, alle, die von dir zu Weihnachten beschenkt werden, jetzt bitte einfach mal ausschalten, denn jetzt kommt die heiße Frage kurz vor Weihnachten. Was liegt bei dir an Weihnachten unter dem Baum? Wahrscheinlich sind das meiste Datenträger. Ja. Also da eigentlich sollte die PS4 das Weihnachtsgeschenk werden, aber wir konnten nicht. Also haben wir das jetzt schon geholt, da habe ich gedacht, Fallout 4, aber da konnte ich auch nicht warten. Jetzt habe ich schon ja... Jetzt wird es wahrscheinlich die nächste Staffel Walking Dead oder so. Ja, das ist auch ein Geschenk. Also Datenträger sind bei uns sehr beliebt unter Weihnachtsbaum. Das und natürlich, mein Fokus liegt da auch sehr viel auf Kindersachen, denn ich habe einen kleinen Sohn und der bekommt wahrscheinlich irgendwas von Star Wars, Lego oder so. Ja, natürlich Star Wars. Der kriegt direkt Battlefront. Ich habe da klein für, aber... Ach, soll er dann später auspacken, wenn er 18 ist. Da passt das. Gut, ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für das Interview. Danke für deine aufrichtigen Antworten und ich freue mich tierisch auf Elex, muss ich sagen. Ja, ich auch. Okay, dann wünsche ich dir jetzt nochmal einen schönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Interview. Genau, danke. Ebenso. Tschüss.